wir hier als kritischer Infotainment-Sender müssen natürlich immer wieder auf unseren Bildungsauftrag achten. Deswegen präsentieren wir jetzt zum ersten Mal unsere Freischnauze XXL-Nachrichten. Und die wirst natürlich du präsentieren. Elmar. Neben Elmar Klöppel haben wir noch unsere Korrespondentin Barbara Rados. Die wird live aus den Krisengebieten berichten. Und für unsere gehörlosen Freunde haben wir noch Mirja. Die wird das Ganze in die Gebärdensprache übersetzen. Ja. Und von Ihnen, meine Damen und Herren, brauche ich jetzt noch zwei Dinge. Nämlich erst einmal eine Stadt in einem fernen Land. Haben Sie Bonn gesagt gerade? Was? München? Ja, das ist eine Stadt in einem fernen Land, das stimmt. Was? Düsseldorf, sagt. Aber München gefiel mir ganz gut als Stadt in einem fernen Land. Dann brauche ich noch ein Lebensmittel. Muss aber jetzt nichts damit zu tun. Gammelfleisch, natürlich. Was? Döner. Döner? Was? Ich könnte ja auch Kugelfisch. Kugelfisch, ein sehr, sehr schönes Lebensmittel. Das finde ich ganz prima. Dann würde ich mal sagen, dann haben wir unser Krisengebiet. Das ist nämlich München. Also mit Ü und ohne H. Sag's nur. Mit weichem Zecker wie Bananen. Kann ich nicht Munka schreiben? Ja. Also, München ist unser Krisengebiet, in dem du dich befindest. Komm ruhig in dein Krisengebiet, Barbara. Ich bin aus München und das ist eine einzige Krise. Das wussten die Menschen doch nicht. Du bist ja auch Barbara Rados. Natürlich. Du berichtest also aus München und die Krise, um die es geht, das ist der Kugelfisch. Okay. Mit dem ist irgendwas passiert. Irgendwas. Also. Irgendwas. Ja, wenn ich das wüsste, würde ich da stehen. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine Blitzmeldung. Mein Name ist Elmar Thorwald Klöppel und ich schalte direkt zu meiner Kollegin Barbara Radost nach München, wo sich offenbar eine Kugelfischkrise ereignet hat. Barbara, wie sieht's denn bei euch aus? Sehr laut bei euch. Ah, jetzt. Es hat sich eine Kugelfischkrise wohl ereignet. Herr Klöppel, das ist richtig. Ich stehe hier in München und ich kann nur eins sagen. Es regnet Kugelfische. Kugelfische in allen Größen. Damit meine ich ganz kleine. Die kleinen sind wie Flöhe. Über welche, die etwas größer sind wie Mäuse, bis hin zu elefantgroßen Kugelfischmännchen, fallen hier vom Himmel, weil ein Flugzeug von Olympic Airways sie offensichtlich direkt über dem Luftraum von München abgeworfen hat. Barbara, gibt es schon eine erste Stellungnahme des bayerischen Ministerpräsidenten zu dieser Kugelfischkrise in München? Selbstverständlich ist, dass die bayerische Regierung sofort vor die Presse getreten und hat eine Erklärung abgegeben. Sie entschuldigt sich für dieses Vorhaben, vor allem deshalb, weil auch viele unschuldige Pferde, Kühe und auch einige Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt getroffen wurden. Barbara, in wenigen Tagen ist das Oktoberfest. War dies vielleicht ein Anschlag der japanischen Triaden? Die Japaner
romanischen Triaden stehen im Moment weniger im Visier. Mehr haben wir es wahrscheinlich mit extremistischen... Samurai-Kämpfern und der griechischen... zu tun. Hat sich der amerikanische Präsident denn auch schon geäußert? Selbstverständlich trat auch Bush Junior und Bush Senior vor die Presse im Weißen Haus, direkt auf einer grünen Wiese vor dem Oval Office. Und Szenen haben sich abgespielt, Pressemitglieder haben begonnen zu weinen, haben sich die Haare gerauft und gefragt, warum Kugelfische, warum Bayern? Ja, das fragen wir uns auch. Vielen Dank an unsere Korrespondentin Barbara Radost-Schöneberger und an unsere Gebärdendolmetscherin Mirja Bös. Ihr seid fast so sexy wie... Telling und Netzer. Vielen Dank, meine Damen und Herren.